Danke, Steffen, und schönen Abend in die Runde. Ich glaube, dass wir im ersten Durchgang ja einfach mehr Tore schießen müssen. Wir hatten, glaube am Ende der ersten Halbzeit die Statistik kurz bei uns im Trainerbüro liegen. 1:1 Torschüsse ist natürlich Wahnsinn, ne? Dass wir es da nicht geschafft haben, aus den zahlreichen Situationen im letzten Drittel ja kein Kapital zu schlagen. Im zweiten Durchgang haben wir dann die Tore 2 und 3 erzielt und nach dem 3-0 müssen wir es ein Stück weit cleverer spielen. Ich glaube, wir wollten dann zu sehr aufs vierte Tor gehen. Wir haben ganz, ganz viele Situationen im letzten Drittel. Da haben wir den Ball, haben vielleicht ein, zwei Spieler in der Box und hinten an der Mittellinie haben wir trotzdem noch fünf, sechs Spieler, die parken. Und da greifen wir zu schnell an. Ich finde, da gehört es einfach nochmal dazu, ein bisschen mehr Ruhe abzukappen, nach hinten zu spielen, die Ordnung, die Struktur wieder herzukriegen. Und dann haben wir auch mehr Spieler in der Box, da wo wir sie brauchen, um anzugreifen. Ja, das war so ein Stück weit die zweite Halbzeit. In Summe natürlich überglücklich über die 3 Punkte. Ist nicht einfach. Köln, wie Steffen schon gesagt hat, hat es bis zum Schluss immer wieder versucht, hat dann auch ja, zu Recht das eine Tor gemacht. Und daher war es nicht ganz.